Wir sind damit noch in der Testphase und es ist jetzt sicherlich auch nicht so, dass man schon sagen kann, das sind die ersten Elf, die jetzt anfangen. Ich glaube auch nicht, dass es repräsentativ ist, zu sagen, die ersten Elf, die im Pokal anfangen, sind automatisch die ersten Elf, die gegen HSV auflaufen werden. Klar ist es natürlich halt auch, dass wir Leute haben, die in der letzten Saison gute Leistung gebracht haben, in den vergangenen Jahren gute Leistung gebracht haben und dass sie natürlich halt auch einen gewissen Bonus haben und dementsprechend halt auch vielleicht gesetzt sind. Aber es sind nicht alle gesetzt und ich denke, dass wir auch viel rotieren werden in der Saison. Von daher muss jeder sich gut präsentieren. Was schön ist, ist, dass man den Spielern das anmerkt, trotz der Intensität, dass sie Spaß dabei haben, sich zu quälen, sich zu präsentieren, dass sie sich gegenseitig halt auch anfeuern, trotz der Konkurrenzsituation. Nicht nur Akzente auf den Platz zu setzen, sondern sich halt auch um die Belange der Mannschaft zu kümmern. Auch das ist wichtig zu einer Weiterentwicklung und die Möglichkeit hat er jetzt bekommen, weil die Mannschaft ihm halt hineingewählt hat. Das ist sicherlich eine Auszeichnung, aber es ist auch keine Drucksituation, mit der man sich dann jetzt auch unendlich beschäftigen muss und sagt, um Gottes Willen, jetzt gehe ich daran zugrunde, sondern er muss eigentlich nichts anderes machen, als wie so eine gute Leistung abzuliefern wie im letzten Jahr und dazu vielleicht das eine oder andere Mal mit mir streiten über Prämien. Das ist auch eine Phase, in der man halt natürlich halt nicht nur jeden Einzelnen beobachtet, sondern halt auch die Mannschaft und versucht halt noch vielleicht die eine oder andere Schwachstelle dann zu minimieren oder vielleicht tatsächlich auch noch Veränderungen herbeizuführen. Und das ist immer eine Beobachtung, deswegen bleibt es bis zum 31.08. noch offen, ob wir was machen oder nicht.